Man nennt es auch Master Schwert, Bastard Schwert. Keine Ahnung, gegen wieso heißt das. The town is still a big mess. I wish I could help you guys fight, but they need my help. Are you sure you'll be able to face the Prime on your own? I know we got off on the wrong foot, but I think you've seen by now we can handle ourselves. We got it covered. Yep. You just worry about the town. Will do. If things settle down, I'll come find you later. So, next stop, the train graveyard. You ready? Jawohl, ich bin bereit. Auf zum Friedhof der Bahnhöfe. Warte mal. Warte mal. Ist das vom siebten Teil der Friedhof der Bahnhöfe? Eisenbahnfriedhof? Vor Sektor 5? Here we are. Welcome to Vampire Land. Okay, das ist ja geil. Nur, dass hier noch Vampire dabei sind. Interessant. Ja, das ist ja cool. So, ich muss den Vampir-Primus finden, töten und sonst noch was. Oh my gosh, Lon! That is not funny at all! Ey, wie cool, dass sie diesen Friedhof wiederbeleben aus dem siebten Teil. Das ist ja genial. Das ist ja echt genial. Was kommt denn hier für Mirages? Natürlich Vampire, was denn sonst? Vampiren aller Art. Die halten natürlich nicht viel aus. Umso besser habe ich einen schnelleren Kampf. Da müssen sie nicht so sehr leiden. Jawohl. Fertig. Hier brauchen wir wieder Strom. Jawohl. Cool. Nothing can surprise us now, huh? Hey, is that a ghost? Ghost? Gotcha. Want me to turn this Der hat sie verarscht. Graveyard? Wie geil. No, thank you. Keine Schätze hier? Das glaube ich nicht. Das sieht sehr verwirrend aus. Das sieht wirklich sehr verwirrend aus, aber wir werden uns hier schon einen Weg durchbannen. Let's do it. Yes. Let's do it. Wobei die mal heilen kann. Und zwar den guten Minilan. Am besten noch einmal. Oder vielleicht auch zweimal? Ne, einmal rein. Das ist gut, wie stark wieder mittlerweile ist, ne? Wie viel das auf einmal heilt, ist gut. Das ist aber auch, weil wir mehr Magie haben mittlerweile. Und richtig stark sind. Mit Mana. Ja, wir werden stärker und stärker. Das ist super gut. Was haben wir denn hier? Genau, hier sind wir durchgekommen. Da ist nix. Da ist auch nix. Aber wir können hier rein. Okay, wieder nur ein paar Vampirchen. Kleine Vampirchen kriegen wir auch so kalt. Victory!
Ah, da ist ein Schatz. 3 Super Ether. Okay. Wir müssen oben das kaputt machen. Wie kommen wir da hoch? Ah, wir können hier durchgehen. Okay, alles klar. Nein, Quatsch. Quatsch. Von hier kamen wir. Wir müssen irgendwo hier lang. Hier lang, genau. Das sieht gut aus. Das sieht definitiv gut aus. Oh, die kennen wir auch. Diese kleinen... Was sind das? Das sind kleine... Auf jeden Fall ein Schädel plus irgendwie so ein Eichhörnchen mit einem langen Schwanz, der voll flauschig ist. Oder? Keine Ahnung, irgendwie sowas. So. Gegenstände wieder mal Heiltrank. Schluck. Schließlich haben wir davon ganz viele gekauft, um genau in diesen Momenten sie verschwenden zu dürfen, können, sein sollen. Hey, know what they call a locomotive with vampire fangs? Ist die Frage hier lang? I sense a bad joke coming. Honestly. Okay, hier lang geht's glaube ich nicht lang, aber wir gehen trotzdem mal hier lang. Könnte auch ein Schatz da oben sein. Vielleicht. Möglicherweise, eventuell. Ich habe keine Ahnung, wir schauen einfach mal uns da gleich um. Und dann wissen wir Bescheid. Noch ein Vampirschirm, den kriegen wir auch noch platt. Ja, sehr gut. Flawless Victory. Nice. Okay. Wir schauen uns um. Wie ich gesagt habe, hier ist ein Schatz. Meerestein, Geschwindigkeit plus. Das hört sich verdammt gut an. Das hört sich sehr gut an. Vielleicht die Wirkung von Geschwindigkeit plus. Ui, viel mehr Geschwindigkeit. Das ist gut. Anlocken lassen wir mal weg, weil sonst kommen die ganze Zeit nur Feinde. Das Spielchen kennen wir schon. Im Prinzip können wir das benutzen, wenn wir halt leveln, weil dann kommt wirklich alle paar Schritte ein neues Monster. Also ein neues Mirage. Aber da wir nicht leveln wollen und wir einfach hier ganz normal durchlatschen wollen, lassen wir mal diese Anlocken Mirage-Stein weg. Ja. Wieder diese Eichhörnchen. Eichhörnchen. Das Eierhörnchen. Ja, komm schon. Alright. Eindeutig besiegt. Alright. Okay, wir latschen hier lang. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Wir können das nicht wegkicken, weil wir keinen haben. Wir haben unser Mithril-Golem nicht dabei, ne? Das heißt, wir können da nicht lang. Verdammt. Naja, dann haben wir erstmal Pech gehabt. Können wir da erstmal nicht lang. Traurig, aber wahr. Naja, macht nichts. Wir kommen da sicherlich noch. Eines Partes dahin. Um einfach mal nachzugucken, was da ist. Yeah, besiegt. Die geben gute Erfahrungen und gehen echt sauschnell tot. Das ist echt cool. Das freut mich. Also hier gibt es echt gute Erfahrungen. Das ist toll. Also im Prinzip müssen wir gar nicht da oben lang, weil es da einfach nur wahrscheinlich einen Zusatz gibt. Wahrscheinlich irgendwo hier. Und... Ja, keine Ahnung. Müssen wir nicht lang. Noch nicht.
Oh, hier gibt's was zu finden. Was haben wir denn da? Ein Turbo-Ether, jawohl. Können wir sicherlich noch demnächst gebrauchen. Interessant, es geht auch hier noch sogar weiter. Und auch da geht es noch weiter. Okay. Ja, nicht schlecht, das ist gut. Oh, cool. Wir werden transportiert. Ah, und damit geht's wieder runter. Okay, cool. Coole Sache. Finde ich sehr, sehr cool. Okay, dieser komische kleine Sensenmann ist definitiv neu. Also irgendwie, eine der Entwicklungen habe ich bei denen sicherlich schon mal gesehen. Das ist aber irgendeine Weiterentwicklung. Besiegt. Ganz locker easy. Also hier können wir wieder nicht lang, aber wir können hier lang. Und was passiert jetzt? Okay. Ach so. Ja, okay, jetzt heißt das, wir müssen da lang. Das heißt, wir müssen uns jetzt den Golem holen, wieder zurück. Weil anscheinend geht es anders nicht lang. Cool, da ist ja noch ein Vampir. Was ist das denn für einer? Ach nein, das ist der Kobold. Das ist der Kobold, der ist cool, der gefällt mir. Sieht sehr lustig aus. Kann ich leider nicht einfangen, oder? Nee. Ach, das ist doof. Ja, wir brauchen also unser Metrilli-Riese, sonst kommen wir da leider nicht vorbei. Also müssen wir uns den erstmal holen wieder. Aus dem Tresor, Mira-Tresor. Aus der Pokéball. Kennen das sicherlich die anderen, den Begriff darunter. Ja, holen wir uns den mit Trilriesen. Jo, bin ich mir sicher, dass es sonst nirgendwo mehr geht? Nee. Okay. Gegenstände, Teleportstein. So, Mira-Tresor. Wir möchten bitte... Warum zum Teufel habe ich sonst keinen mit? Also, wen brauche ich immer wieder zum Fliegen? Dann brauche ich natürlich unser gesprächiges Hammer. Und dann wird noch benötigt... Die Sylphe nehmen wir mal mit. Natürlich der Golem. Ja, Mithril-Riese und als guter Letzt, zuletzt kommt noch mit. Wer kommt denn noch mit? Wer möchte denn mit? Die kleine Katze? Wie kann ich ändern? Warte mal, wir haben 26. Ach, hier kann ich direkt die Arten wechseln. Okay, alles klar. Okay. Ja, dann kommt noch mit Schoko, ne? Schoko. Wobei, was ich natürlich ablehnen kann, ist ein Teil von so. Dafür kommt Schoko mit.
Und eine große können wir auch ablegen, ne? Diese Mechmaschine, die große. Wobei das schon cool mit zwei Stück so rumzu. Ich glaube, wir lassen die. Wobei die gut auf Magie sind. Ich sehe Stärke haben die nicht so gut. Stärke ist nicht so gut. Was machen wir da? Was machen wir da? Warum ist so eine Goldmimik hier? Ich wollte keine Goldmimik. Hä? Die wollte ich doch gar nicht mitnehmen. Genau, die wollten wir mitnehmen. Ich glaube, jetzt haben wir alles, was wir wollten. Jetzt müssen wir noch mal kurz unser Kampfstapel bearbeiten. Als klein, das ist schon mal gut. Hier oben kommt noch unser Schneeflöckchen da. Das ist gut. Bei ihnen können wir das so lassen. Okay. Als Groß bekommt sie Schoko. Und hier oben kann Tama hin. Und der Junge bekommt ganz oben die Sylphe. Und in die Mitte kommt. Ja, Schweberauge, warum nicht? Boah, 222 Stärke. Oha. 272. Krass. 300. Hab ich irgendwas verpasst? Warum bin ich so stark geworden? Wann bin ich denn so stark geworden? Ich hab. Hä? Okay, alles klar. Wir sind super stark. Ja, diese Kombination lassen wir. Ich glaube, es ist mal sinnvoll, mal kurz zurückzukehren und einmal zu speichern. So, ich möchte speichern, bitte. Danke. So, und wieder zurück. Gebiete Eisenbahnfriedhof. Jawohl, da möchte ich hin. Ja, jetzt haben wir den Riesen dabei und wir können den jetzt irgendwas zerschlagen lassen. Genau, da waren wir schon mal. Ja, wir sind lange nicht auf Schoko geritten. Ich wundere mich, warum die auf dem Kopf sitzt. Die müsste doch irgendwie so auf den Rücken des Schokobus sitzen. Das verstehe ich nicht so ganz. Mann, ich will eigentlich Shiva haben. Ich habe immer noch nicht Shiva. Dafür müssen wir die Kleine ein bisschen hier aufleveln. Das Schneeflöckchen. Ja, die soll sich langsam in Shiva verwandeln. Ich möchte Shiva. War das das hier? Nee, das war ein Stückchen weiter. Oder können wir das zerschmettern? Genau da. Da ist der Haufen, den wir kaputt machen können mit unseren riesen Mithril-Golem. Bitte schön. Mach platt. Schwinger und alles ist gut. Dankeschön. Was gibt's hier? Oh, eine Schatztruhe. Hohoho, ho, ho, wer hätte das gedacht? Ui, wie süß ein Hinterhalt. Ein süßer Hinterhalt. Ich glaube, was glaube ich denn? Genau, wir müssen den Stapel wieder machen. Sonst sieht es ganz haarig aus.
Ja, die müssen wir gleich wiederbeleben. Müssen wir sie wiederbeleben? Oder kriegt sie ein HP nach dem Kampf? Das weiß ich gar nicht mehr. Das müssen wir mal auschecken. Ja, sie kriegt ein HP, alles klar. Jo, was ist in diesem Schatz drin? Irgendwas Gutes. Phoenix Down, 2 Stück. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, weil die heilen wirklich komplett voll. Das ist wie so ein Phoenix Down. Also die heilen halt voll. Was will man mehr? Was willst du mehr? Top, 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 top. Ich bin nach wie vor super gespannt, wen wir als nächstes treffen. Ich bin echt super froh, dass wir Cloud jetzt endlich mal getroffen haben. Cloud! Oh, ich mag den total. Das heißt, nachdem bekommen wir Cloud auch sein Heldenemblem. Da wir allerdings keine Alma-Kristalle mehr haben, vielleicht gibt es hier einen Bosskampf, der uns welche hinterlässt. Und falls ja, holen wir direkt Cloud. Weil Cloud ist ein fester Bestandteil meines Aufrufteams. Deswegen, ja, ich möchte ihn so schnell wie möglich haben. Weil er kann seinen Omnischlag wahrscheinlich, sein absolut geiler Limit, mit dem er Sephiroth so den Hinter versohlt. Boah, das wird toll. Das wird toll, ich freue mich schon. Erstmal ein paar Level up, Level up, Level up. So, Golem, mach kaputt. Mach kaputt. Dankeschön. So gehört sich das. Einfach hin, Schwinger und weiter geht's. Ja, das ist wirklich faszinierend. What? Wir gehen erstmal hier lang. This is a rail yard, not a you know what yard, okay? Let's get our terminology straight. Oha, warum ist das Mädchen so giftig auf einmal? Rain, was ist los? Beruhig dich, alles wird gut. Alles wird gut. Wir haben sie alle lieb. Also, bleib cool. Ah, ich hab so Bierschaden. Wie geil. Ja, heil mich. Wie cool, ich hab so viel Schaden. Ja komm schon, trifft. Die sind beide blind oder was? Ja, sehr gut. Okay, der Junge ist verwirrt, oder? Nicht mehr. Sehr gut. Ich würde mal behaupten, eindeutig besiegt. Aber sowas von. Wie schnell Schneeflöckchen Levels macht. Ich glaube schon 2 Level hat die gemacht. Ja klar, Madame. Oh, da hinten ist ein Schatz. Und da ist noch ein Schatz. Oh mein Gott, das macht 2 Schätze. Phoenix Down. Warum kriege ich als Phoenix Down? Heißt das? Heißt das, dass ich sie gleich verwenden muss, weil ich sterbe? Nein, bitte nicht. Aber wir gucken einfach mal, was passiert. Here we go. Das Coole ist, ich muss mich auch fast gar nicht mehr heilen. Weil wir so super stark sind, kommen wir fast alle Kämpfe ohne Heilen durch. Sagt er und holt ihn wieder raus. Jawohl! Ja, jetzt müssen wir diese Route hier abklappern. In der Hoffnung, dass da mehr als nur einen Schatz gibt. Aber auch. Dann wird er natürlich mitgenommen.
4 Ether. Ui. Immer diese Vampire, Vampire, was wollt ihr? Übrigens, Thema Vampire, ich habe vor kurzem Interview mit einem Vampir geguckt. Das war wieder sehr, sehr toll. Obwohl das schon wirklich so alt ist, von 1993. Aber der war einfach toll, der Film. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, den zu gucken. Auch wenn es bis in die Jahre gekommen ist, ist immer noch sehenswert. Kann ich empfehlen. Super Film. Und besiegt. Sehr gut.